Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Seit heute ist Titan, Hisui, Silvaro mit dem Terra-Typen Pflanze am Start. Und der war relativ schwierig. Ich nehme hier Kramor mit dem Terra-Typ Flug. Damit geht es eigentlich relativ easy. Ich hatte überlegt, ob vielleicht ein Ogerpon, Lavados oder irgendwelche anderen Legis funktionieren. Aber Kramor funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Vor allen Dingen mit der versteckten Fähigkeit Spiegelrüstung. Das werdet ihr gleich auch sehen. Ganz wichtig ist, KP auf Max und Verteidigung auf Max zu machen. Als Attacken habe ich hier Bohrschnabel, Reflektor, Protzer und Ruheort. Und als Item fast wie immer die Muschelglocke mit dabei. Wenn ihr kein Kramor habt, zeige ich euch gleich auch noch, wo ihr eins fangen könnt. Als allererstes machen wir hier einmal Reflektor. Weil Silvaro wird direkt am Anfang einmal seinen Status auf Normal setzen. Er wird Drillingsfahler einsetzen und er wird Protzer drücken. Es ist ganz wichtig, dass ihr Spiegelrüstung drauf habt. Das seht ihr nämlich, weil dann reduziert ihr die Def von Silvaro. Der setzt dann sofort seinen Status zurück und setzt einmal Protzer ein. Und was ihr macht, ist jetzt einfach selber einmal Protzer zu drücken. Ups, Protzer. Und dann geht ihr mit Bohrschnabel direkt drauf, weil ihr wollt ja auf Terra-Typ Flug gehen, um dann den maximalen Schaden rauszuhauen. Von der Def her solltet ihr auf jeden Fall noch ein paar Attacken aushalten. Das ist gar kein Problem. Bohrschnabel direkt drauf, damit ihr schnell in den Terra-Typ Flug kommt. Ihr haltet euch natürlich noch ein bisschen. Es ist ja hier gefroren. Das ist natürlich sehr lucky, aber es funktioniert auch ohne eingefroren, glaubt mir. Na, Bohrschnabel drauf. Und Kramor natürlich Wesenhart. Hat zwar nur 220 Angriff, aber mit Protzer und einem eventuellen Def, einer Def-Reduzierung von Silvaro, geht das eigentlich echt gut klar. Vor allen Dingen Reflektor ist am Anfang halt wirklich Gold wert. Jetzt sollte ich auf Terra-Typ Flug kommen und dann werde ich auch nochmal Protzer drücken. Genau, jetzt hat er nämlich auch sein Schild. Jetzt sollte ich Terra kristallisieren können. So, perfekt. Und dann drücke ich direkt einmal Protzer. Und dann gehen wir weiter drauf mit Bohrschnabel. Ist relativ easy, finde ich. Ist ja, mache ich ja gerne in den Solo-Raids, dass es wirklich einfach ist und nicht so ein kompliziertes Setup hat. Mit Protzer habt ihr natürlich auch immer den Doppelboost, einmal Angriff, aber auch Def. Ihr habt gerade gesehen, Silvaro hat Schwerttanz gedrückt und vorher einmal Protzer. Das ist natürlich dann arg, wenn er so viel Schaden macht. Aber Drillingspfeile macht nicht mehr viel Schaden und Spiegelrüstung senkt die Def. Das ist wirklich eine coole Kombination. Und dann geht ihr einfach mit Bohrschnabel drauf. Wenn Drift Zeppeli dabei ist und Irrlicht trifft, wäre natürlich auch cool. Um da ein bisschen, habt ihr den Angriff gesehen, das reicht, das ist perfekt. Würde natürlich den Angriff dann halbieren von Silvaro, das wäre ganz cool. Muss aber halt auch nicht. Setzt der Sturzflug ein, das macht auch nichts. Das Gute an Kramo ist halt wirklich, dass es richtig, richtig viel Def hat. Wettersturm macht auch nichts. Ja, macht sogar relativ viel Schaden. Bohrschnabel, wieder ein bisschen hochheilen. Ihr könnt natürlich auch, wenn es sogar ein Volltreffer. Wenn ihr zu wenig Leben habt, einmal Ruheohr drücken oder mit dem Anfeuerungsruf euer Leben erhöhen. Was hat er denn für viele verschiedene Attacken? Der setzt einmal alles ein. Kann sich nicht entscheiden. Am besten ist natürlich Drillingspfeile, weil ihr dann die Chance habt, die Def zu reduzieren von Silvaro. Ich bin hier tatsächlich sogar ein bisschen unlucky, dass er das nicht öfter drückt, weil das, wie gesagt, die Def von ihm reduziert. Ihr könnt natürlich auch am Anfang, ihr seht ja, er setzt den Status nicht allzu früh nochmal zurück, deswegen könntet ihr am Anfang auch 2-3 Mal Protzer drücken, erhöht ihr auch eure Def. Und erst dann in den Terra-Typen gehen. Da könnt ihr, glaube ich, das so machen, wie ihr das am liebsten mögt.
Das ist, glaube ich, relativ egal. Ah, guck mal, hier macht er sogar zwei Angriffe hintereinander. Wird ja sogar knapper als gedacht. Aber jetzt ist sein Schild weg. Dann haut er mehr Schaden raus und dann heilt er euch natürlich auch mehr. Und ab jetzt, sobald das Schild weg ist, könnt ihr es eigentlich nicht mehr verlieren. Darf nicht vergessen, euch gleich zu zeigen, wo es Kramor gibt. Oh, das war knapp. 15 noch. Und noch ein Angriff hinterher. Aber es macht gar nichts, dass ihr einmal sterbt. Ich hätte vielleicht vorher einmal heilen sollen. War auch ein bisschen unlucky mit den... Ich glaube, der Blättersturm hat den Crit. Das macht aber gar nichts. Von der Zeit her schafft ihr das easy, auch wenn ihr einmal sterbt mit Kramor. Ihr könnt jetzt einfach weiter... Vielleicht einmal Protzer und dann weiter Borschnabel machen. Dann schafft ihr den easy. Das ist auch noch verbrannt. Ich war tatsächlich echt ein bisschen unlucky, dass nicht öfter Drillingspfeile gekommen sind und er selber seine Death reduziert hat. Das passiert eigentlich viel öfter tatsächlich. Und auch, ich finde es krass, was er für einen Movepool hat, ne? Laubklingel, Dunkelklaue, Blättersturm. Ich habe irgendwie das Gefühl, er hat mehr Attacken als sonst. Protzer, Schwertanz. Nicht so im Kopf, dass die anderen Titan-Raids auch mal so einen krassen Movepool hatten. Nochmal Drillingspfeile. Da hast du meine Spiegelrüstung. Das müsste eigentlich viel öfter passieren. Also normalerweise setzt er eigentlich jede Runde einmal Drillingspfeile ein. Dass er das jetzt hier so selten macht, ist eigentlich tatsächlich ungewöhnlich. Wird tatsächlich knapper als gedacht. Hat er irgendwie weniger? Ich habe aber eben das Gefühl, dass er ein bisschen weniger Zeit hat als normal. So, da haben wir ihn. War relativ knapp, aber ich bin sogar einmal gestorben, was ja normalerweise mit Kramor nicht habt. Ich hatte ein bisschen, war ein bisschen unlucky mit den Crits. Ich hätte auch einmal heilen können, aber ihr seht, mit Kramor, selbst wenn ihr einmal sterbt, geht das gut klar. So, da haben wir ihn. Ich werde ihn jetzt hier einen richtig schönen Ball fangen und dann euch noch zeigen, wo ihr Kramor findet. Und dann nochmal die Stats und so zeigen. Ich nehme einfach mal einen Pokéball. Wie gesagt, ich hatte überlegt, das vielleicht auch mit Ogerpon zu machen. Mit der Feuermaske. Da könnte man bestimmt richtig gut Schaden raushauen. Da fehlt aber, glaube ich... Die Def ein wenig. Ihr habt ja gesehen, er hat Protzer gemacht, er hat Schwertanz gemacht. Er war auf plus 3 die ganze Zeit. Und ich glaube, alle anderen Pokémon, abgesehen von Kramor, haben dann zu wenig Def. Ich habe am Anfang sogar Reflektor gedrückt. Und ihr habt gesehen, wie viel Schaden trotzdem reingekommen ist, obwohl es nicht sehr effektiv war. Deswegen Kramor, glaube ich, schon ein sehr guter Pick. Jetzt gehen wir mal ganz kurz in die Stats von Kramor. Wie gesagt, Terra-Typ Flug ist wichtig. Muschelglocke drauf. Und dann... Angriff hoch mit Wesen hart und dann alles auf KP und Verteidigung. Reflektor, Bohrschnabel, Ruheort, Protzer. Ihr habt gesehen, ich habe eigentlich die ganze Zeit nur Bohrschnabel gemacht. Ein-, zweimal Protzer, am Anfang Reflektor, ganz wichtig. Ihr könntet zwischendurch einmal Ruheort machen oder vielleicht ein-, zweimal öfter Protzer. Da könnt ihr ein bisschen selber ausprobieren. Und natürlich wichtig die Fähigkeit Spiegelrüstung, um die Def von Silvaru zu senken. Und jetzt noch, wo ihr Kramor findet. Das ist nämlich ganz cool. Der gibt es nämlich als Terra-Typen direkt in der Welt. Und zwar, wenn ihr an den Furienfällen euch hinportet, findet ihr hier ein Kramor direkt mit einem Terra-Typen. Bei mir war es Kampf, ich muss es wechseln, aber vielleicht habt ihr ja Glück und hat Terra-Typ Flug. Also Furienfälle hier rüber, dann findet ihr direkt einen Kramor. Vergesst nicht das Supertraining, Spezialtraining im Eisgebiet und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei Silvaru, ganz viel Glück und lasst gerne ein Like auf dem Video da, gerne ein Follow da lassen, wenn ihr nichts von Pokémon noch verpassen wollt und bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.